Planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Was? Ins Vakuum. Vakuum? Warum? Warum gibt's hier Vakuum? Hossa. Warum hat sich denn jetzt der Boden geöffnet, mal so als Frage? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Natürlich, ich komme gern. Danger. So, dann schnell wieder weg. Ah nein, ich will doch gar nicht... Das ist gar nicht der Ausgang hier. Scheiße, meine Zeit und so, ne? Muss ich etwa doch runden? Boah. Sagt mir, wo ich lang muss. Ich werde panisch. Sauerstoffärme gehört nicht zu meinen Spezialitäten. Muss ich hier lang? Ich lauf mal. Ja, ist ja gut. Ich weiß, ich habe keine Zeit zum Kämpfen und... Ach, gut. So, wo war denn das Biest jetzt? Müssen Necromorphs eigentlich nie atmen? Ich nehme nochmal hier den normalen Plasma-Cutter. Ey, Mistzack, wo bist du? Ups. Ich wusste nicht, dass das Ding sich hier auch mit... Huch, das war ja gemein. Dann weiß ich auch, wo der Necromorph hin war auf einmal. Oh, scheiße. Okay, komm, lasst mich mal hier und so, ne? Wo kam denn die Zentrifuge her? Na, sowas. Okay, haben wir jetzt schon... Ne, wir haben noch nicht. Okay, wir aktivieren mal. Zentrifuge aktiviert. Ja, bitte. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. So, dann gehen wir gleich mal nach unten. Und beeilen uns am besten mal. Ja, mein Freund. So viel zu dir. Oh shit, ich muss mal irgendwie... Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Kannst du vielleicht mal irgendwas ablegen oder hier benutzen? Ja, damit ich mal die Strahlmuni aufsammeln kann. So, jetzt aber lauf. Ich will nicht schon wieder in die Zentrifuge geraten. Okay, Sekunde, mir ist gerade ein Ohrstöpsel aus dem Ohr gefallen. Das darf nicht so sein. Okay, ich habe nämlich das große Problem, dass mein Kater meine Ohrstöpsel zerfressen hat. Ich habe solche in ihr Ohrstecker und... Moment, weiter geht's, okay. Und mein Kater ist auf die grandiose Idee gekommen, irgendwann über Nacht mal... Oh, Mann. Ja, ist ja gut. Ist ja gut jetzt. Mein Kater ist auf die grandiose Idee gekommen, so ein Ding mal abzufressen einfach über Nacht. So, jetzt aber wieder hoch. Sind wir hier richtig? Ich hoffe es doch sehr. Ja. Und deswegen habe ich jetzt so einen halbfertigen Stecker im Ohr, der mir nicht viel Ton gibt und der ständig rausfällt. Ist super. Aber der andere funktioniert noch. Immerhin. So, macht zu hier. Nein, das will ich doch gar nicht. Komm. Mach auf. Ende des Vakuums. Fass ich's denn? Verdammte Schleuserei hier. Okay, das Stasepack können wir nicht einsammeln. Braucht man gerade auch nicht. Ich will aber mal speichern eben. Kapitel 3, Kurskorrektur. Jawohl, einmal drüber speichern. Ich wollte eigentlich mal einen zweiten Speicherpunkt anlegen, fällt mir gerade ein. Und heilen könnte ich mich auch mal, das mache ich mal direkt. So. Huah! What the fuck? Was? Alter, was? Okay. Boah, was? Nein, komm. Lad nach. Oh Gott. Was war denn das für eine Aktion? Ist ja gut, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, aber ihr müsst ja nicht gleich so unfreundlich ankommen.
Okay, jetzt wissen wir auch, wofür die Löcher sind. Ich bin äußerst erfreut. Ich habe so viel Spaß gerade. So, hier rein. Jawohl. Zur Dekontamination. Irgendwelche neuen Besucher dazugekommen? Ich hoffe doch nicht. Muss ich jetzt nochmal dekontaminiert werden? Ach, okay. Muss ich nicht, aber es sind Freunde gekommen. Hallo? Ich hab dich gesehen. Nein, lass auf. Erstmal die andere Seite betrachten hier. Gut, hier ist keiner. Man muss sich ja erstmal den Rücken frei halten. Ja, weiß man ja nie in dem Spiel. Oh, Mensch. So, Ruhe. Gut, der zuckt bloß noch nach. Ich dachte schon, der steht nochmal auf. Okay. Muni? Muni! Gib mir Muni! Los, gib! Ich glaube, der gibt mir keine Muni. So, ich nehme mal so ein Sichelblatt mit. Wer weiß, vielleicht sind die ja gut. So, hier mal bloß Luftkanister, okay. Ja, ruf mal den Aufzug. Okay, hier gibt es ansonsten offenbar niemanden weiter. Dann mal wieder hoch in den Kontrollbereich. Isaac, hörst du mich? Huch. Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebohrt haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Ja, vom Marker haben wir ja schon in dem einen Audiolog gehört. Ich weiß nicht, ob das der Captain war. Das kann sein, dass das der Captain gewesen ist. Als wir hier so um die Intensivstation herum waren, wo diese Abfuck-Szene mit der Tussi und der Säge war, da haben wir ja schon zum ersten Mal vom Marker gehört. Ich glaube, ich habe damals gar nichts weiter dazu gesagt. Der ist ja die Quelle allen Übels. Und dem werden wir noch, oder über den werden wir noch mehr erfahren. Jetzt will ich aber erstmal, Hab ich nicht? Ach hier, Halbleiter Gold, 3000 verkaufen. Ja. Genau, das wollte ich. Wir haben 14.500 Credits, okay. Ja, wir haben sowieso keine Dingens weitergefunden. Keine, wie heißen sie denn? Ihr wisst schon, was ich meine. Keine Pläne hier halt. Wie heißen die? Ich komme gerade nicht drauf. Schemata. Wir haben keine Schemata weitergefunden, genau. Deswegen brauchen wir jetzt im Shop nicht weiter gucken, ob es irgendwas für uns gibt. Das sieht irgendwie lustig aus. Ich weiß gar nicht, wo die Beine und... Süß, wie er mit den Armen wackelt. Ich weiß gar nicht, wo die Beine und der Kopf hin sind. Die habe ich ja abgeschossen, aber die sind irgendwie offenbar verschwunden. Können wir den hier reinstecken? Nein, schade. Na gut, hören wir mal auf zu spielen. Mit Leichen spielt man nicht. Das ist schon mal sehr beruhigend, dass hier ein radioaktives Zeichen ist. Wobei das Isaac, glaube ich, gerade ziemlich egal sein kann. Insofern wir uns nicht gerade in einen Atomreaktor reinbegeben, wird er das wohl überleben. Das ist auch geil. Warning. Und dann so ein Drehding. Nein, oder? Wir haben... Was? Nichts verstanden. Das sieht so aus, als ob wir jetzt auf eine Zero Gravity Zone und fehlenden Sauerstoff treffen. Na spitze, danke auch. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ich hasse euch. Du solltest das kap... Ach, fick dich doch. So, schnell mal rüber. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Gucken wir mal nach. Da drüben.
Ja, den Necromorph lassen wir mal ein Necromorph sein. Der ist mir jetzt gerade ziemlich Rille. So. Jemand? Ende der Schwerelosigkeit. So, zack in die Fresse. Die sind gleich ein ganzes Stück weniger bedrohlich, wenn man nichts hört, ne? Ja, ist ja gut, Isaac. Wir haben es ja schon hinter uns. Ende des Vakuums. So, der Hintergrund ist zu. Alter, so ein Krach. Wo sind wir denn hier gelandet? Schema, Medivac Middle, super. Boah, es ist laut hier. So, das nehmen wir auch gerne mit. Mal schnell weg hier. Hält ja keine Sau aus auf den Ohren hier. Stille. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich wechsle mal auf den Schlammwerfer. Ja, ja. Auf den Flammenwerfer. Nicht auf den Schlammwerfer. Komm, stirb. Was bist du denn für einer? Du hast da gerade was verloren, mein Freund. Lebst du noch? Keine Ahnung. Ich hasse das, wenn man die nicht schlagen kann. Ach, Tier, jetzt geh mal... Ach, mein Kater belästigt mich gerade wieder, weil er fressen haben will. Gibt's jetzt nicht. Gibt's später. Zugang zur unteren Ebene. Ja, da müssen wir sicherlich hin. Wie ich es mir dachte. Wir gucken uns aber erstmal eben hier um. Wir haben Zeit. Niemand hetzt uns. Und vielleicht gibt's ja noch irgendwelche Gegenstände hier. So, von da sind wir bestimmt gekommen, oder? Oder von da... Nee, von da drüben sind wir gekommen. Wo geht's denn hier hin? Ah, zu einem Energieknoten, zu einem Vorratslager. Ich bin begeistert. Ich traue euch nicht. Ja, gib mal her. Wunderbar. Dann können wir jetzt unsere Gesundheit gleich erhöhen, unsere maximale. Das ist schon mal spitze. So, Textlog. Technisches Logbuch, Denver C, Q-Matic, irgendwas. Passt diesmal alles drauf? Zur organischen Wucherung im Maschinendeck? Was? Ja, diesmal scheint alles zu passen. Nee, doch nicht. So, jetzt scroll ich mal kurz runter. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Dann raus da und den Rest noch eingesammelt. So, her damit und auch damit her. Gib her. Wunderbar. So, hat sich richtig gelohnt. Noch jemand dazugekommen? Nein. Was ist das für ein Geächtze hier? Das klang gerade, als ob ich keinen Sauerstoff hätte. Egal. Einfach mal weitergehen. Mal schauen. Ach, hier ist auch noch eine Tür. Wo geht's denn hier hin? Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich krieg ihn nicht gestartet und bei dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Okay. Wunderbar. Mach das. Ansonsten haben wir jetzt auch nichts weiter hier. Das könnte gerade übrigens der Typ gewesen sein, von dem ich mal gesprochen hatte, als wir einen Audiolog von Nicole hatten. War ich mir ja nicht sicher, ob das jetzt seine Freundin oder die Doktor-Tante ist da, von der ich da geredet hatte in dem Moment. Es war natürlich seine Freundin, glaube ich. Ich war jetzt zu faul, nochmal nachzugucken, aber die Doktorin war es nicht. Ich glaube, der Typ gerade eben war dann der Freund von der Doktorin. Wie ich schon mal da gesagt hatte, ich glaube, es gab ja irgendein Anime oder irgendwas, wo die Vorgeschichte von der Yusuke Ishimura mal drin verwurstet wurde. Hallo? Freunde da? Hier vielleicht? Nein. Gibt's hier... Halt, was gibt's hier? Medipack. Gerne doch, gerne doch. So, dann gucken wir mal, wie wir hier... Ob uns hier jemand besuchen kommt? Na, nicht doch. Aber das spritzt bloß immer vor sich hin. Da kommt doch was raus. Scheiße. Ja, ich wusste es doch. Komm weg mit dir. Ja, verdammte Mistbelger. Den ganzen Streifen haben sie mir abgezogen, die Schweinehunde. So, einmal drauf.
Sonnenstrahl, wunderbar. Wo war er denn? Ich hab's doch gerade gehört. Wo bist du, Mistvieh? Egal. Kann mich mal am Arsch lecken, wenn er nicht kommt. Dann soll er halt sehen, wo er bleibt. Wieso kann ich den eigentlich nicht... So, jetzt aber, oder? Nö, geht nicht. Warum das denn? Ist ja doof. Naja, egal. Wir müssen ja nicht jede Leiche zertreten und durch die Gegend schleppen. Weiter nach unten.